Wofür sind eigentlich die Stempel gut und was hat es überhaupt mit dem Pottery Table auf sich? Wie man beides einsetzt und seine Kreativität freien Lauf lassen kann, kommt jetzt. Hey, zu einem neuen Knut-Tutorial, kurz und gut mit Knut. Heute geht es um den sogenannten Pottery Table und die dazugehörigen Stempel. Ihr wisst ja, dass ich sehr aktiv in den Kommentaren bin und Just Mike hatte wieder gefragt, was es eigentlich mit dem Pottery Table auf sich hat und so langsam dachte ich, wäre es mal an der Zeit, sich darum zu kümmern. Also sind wir auf dem Weg zu meinem nächsten Dorf, wo ich Dorfbewohner besuche und sie um einige Stempel erleichtern möchte. Warum eigentlich zu einem Dorf? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten, Stempel zu bekommen. Entweder man kauft sie bei Dorfbewohnern oder man findet sie in Dungeons. Leider haben meine Dorfbewohner alle selber mehr Gefallen an den Stempeln gefunden als ich selber und wollen sie nur noch kaufen. Deswegen schauen wir uns das Ganze nochmal auf meinem Testserver an. Übrigens hat man die Stempel aus einem Dungeon, sind sie oft verschmutzt und man muss sie vor dem Benutzen in einem Kessel waschen. Das Ganze kommt übrigens aus der Gardens Collection Mod und ist Teil des Life in the Woods Mod Packs. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, habe schon drei Stempel im Inventar, die wir gleich benutzen werden. Und wir brauchen noch etwas Ton, also eben halt das Zeug, was man aus Flüssen kriegt. Wenn man davon vier Stück zusammenpackt, kriegt man wieder einen Ton und den kann man dann weiterverarbeiten. Jetzt machen wir erstmal diese Tonblöcke, die wir dann auch wieder ins Crafting-Fenster tun und so ein U damit formen, nach oben offen. Und dann kriegen wir die Raw Large Flower Pots. Wenn man sich jetzt schon ein bisschen mit den Gartensachen beschäftigt hat, wird man vielleicht schon drauf gestoßen sein und hat versucht, die zu benutzen. In den normalen Blumentopf würde man jetzt ja Erde tun und dann Blumen da drin pflanzen, aber in den rohen sozusagen, naja, dann, wenn man das versucht, dann gehen die eben halt kaputt. Das heißt, man muss noch ein bisschen was damit machen. Dazu gehen wir nochmal in unser Handwerksfenster, vier Holzblöcke zusammen zu einer Werkbank und obendrauf ein Ton. Und fertig ist der Pottery Table, den wir jetzt als nächstes brauchen. Das Teil heißt übrigens frei übersetzt Töpferscheibe, was wiederum Sinn macht, denn man sieht ja oben drauf so einen kleinen Kreis, wenn man es setzt. Also sieht aus wie eine Werkbank mit so einem kleinen Kreis oben drauf. Und das kann man sich so vorstellen, als wenn da dieser Topf drauf ist, den man dann so dreht und dann eben halt verziert oder eben halt formt, wie eben halt bei einer richtigen Töpferscheibe. Wenn wir jetzt den Pottery Table rechts klicken, bekommen wir so ein neues Interface und es sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Man kann auch nicht viel damit machen, außer man hat Stempel dabei. Dann kann man die nämlich links und rechts jeweils platzieren und es ist auch egal, wo man die platziert. Das ist sozusagen nur so ein kleiner Aufbewahrungs-Slot für die Stempel, das heißt wie so ein Bücherregal, in das man dann Bücher stellen kann, zum Beispiel aus Bibliocraft oder so. Als nächstes können wir aber noch die Raw Large Flower Pots da drin platzieren und zwar hier unten in das untere Teil und obendrauf dann die Stempel. So, und das Ganze eben halt Plus und der kleine Pfeil zeigen uns schon, dass daraus etwas wird, nämlich dass so ein Raw Large Flower Pot mit einem bestimmten Muster, das wird unten auch ein bisschen dargestellt, hier steht das Offset Squares, das ist nämlich der Offset Squares Stempel und hier ist jetzt der Lattice, das ist der Lattice Stempel. Jetzt nehmen wir den da raus und haben sozusagen ein Muster auf dem Blumentopf gestanzt. Damit gehen wir zu einem ganz normalen handelsüblichen Ofen und legen ihn oben rein und brennen das Ganze einmal. Wenn der Brennvorgang dann abgeschlossen ist, erhalten wir ein Large Flower Pot mit Muster. Das steht dann hier unten auch nochmal drin, das ist jetzt der Lattice sozusagen. Und den können wir jetzt auch ganz normal platzieren. Und wir haben einen schönen Blumentopf mit einem schicken Muster drauf. Und dadurch, dass man verschiedene Stempel nehmen kann, sieht das Teil jetzt natürlich immer unterschiedlich aus. Da können wir jetzt ganz normal Erde drin platzieren und Blumen draufsetzen, wie wir es von einem ganz normalen Blumentopf gewohnt sind. Man kann aber noch ein bisschen mehr machen. Ich hole mir jetzt nochmal ein paar unterschiedliche Flowerpots, weil ich auch ein bisschen damit rumspielen wollte und gucken wollte, kann man damit noch andere Sachen machen? Kann man das ein bisschen kombinieren? Also habe ich mir jetzt mal ein paar unterschiedliche Sachen gemacht und gucke, ob ich die zum Beispiel auch so verbinden kann mit unterschiedlichen Mustern. Das geht nicht, aber das liegt daran, dass hier jetzt ja noch was drin ist. Das heißt, links hatte ich ja schon eine Blume reingesetzt. Wenn wir die jetzt mal da rausnehmen, die Blume, also das Ganze einmal abbauen und das Teil da wieder ransetzen, das gerade gedroppt ist, dann verbindet sich das Ganze wieder. Das heißt, man muss den immer erst einmal leer haben und kann dann einen größeren Blumentopf kombiniert hinstellen. Das funktioniert jetzt auch sehr gut weiterhin mit Gartenerde. Die muss man natürlich nochmal tillen, bevor man da was drauf tut. Ich kenne das vielleicht noch aus meinem anderen Video. Und jetzt kriegt man diesen Proxy, wo man auch mehr Pflanzen drauflegen kann und die dann auch noch unterschiedlich kombinieren und arrangieren kann. Das heißt natürlich, wir können uns als Gärtner austoben und können jetzt unterschiedliche Kombinationen daraus erstellen, auch mit unterschiedlichen Pflanzen. Ich habe jetzt zwar nur eine drin, ist ein bisschen langweilig, aber wenn ihr unterschiedlich habt, könnt ihr es wieder ganz schick machen. Übrigens, man muss das Ganze jetzt auch nicht unbedingt als Viereck platzieren, man kann das auch an seine Gegebenheiten anpassen, wie es gerade eben halt am besten für einen passt und auch andere, Muster, Formen damit erzeugen.
Das Ganze könnte man natürlich mit der Gartenschaufel nochmal besser arrangieren und kombinieren. Dazu gab es ja auch schon mal ein Video, das ich euch oben rechts und im Abspann nochmal verlinke. Zu guter Letzt habe ich nochmal versucht, ein bisschen mit den Farben rumzuspielen, um andersfarbige Blumentöpfe rauszukriegen. Das hat jetzt leider nicht so gut funktioniert. Vielleicht hat da jemand ja nochmal einen Tipp in den Kommentaren. Also lasst gerne was da, falls ihr was wisst. Mit den normalen Blumentöpfen geht das natürlich. Damit hätten wir zusammen das Mysterium um den Pottery Table und die Stempel gelöst. Und beim nächsten Mal wird es um was Interessantes gehen. Ich schaue mir nämlich Tinker's Construct an. Das wurde oft nachgefragt und habe ein bisschen was dazu gemacht. Ist, glaube ich, sehr geil und kurz und knapp zusammengefasst. Wer das mal sehen möchte, schaut gerne mal wieder rein. Lasst mir auch gerne ein Abo da, dann kommt es direkt in eure Abo-Box. Und ihr unterstützt natürlich mein Projekt, gute Tutorials auf YouTube und diesen Kanal ganz extrem damit. Wenn du das direkt machen willst, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde mich nochmal interessieren, ob du nicht eine Idee hast für eine coole neue Mod, die ich mir mal genauer anschauen sollte und vielleicht auch vorstellen sollte. Damit hoffe ich, du hattest viel Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch eine richtig geile Zeit. Bis dann. Ciao.